Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Etappe hier bei der Ruta de San Luis, wie sie jetzt nicht mehr heißt. Wir sind wieder zurück am Start von Etappe 3 diesmal und wollen heute natürlich ein, ja, sagen wir mal, besseres Resultat erzielen, als das in der letzten Etappe der Fall war. Letzte Etappe war nicht so gut. Vielleicht habt ihr es ja gesehen, vielleicht wart ihr live mit dabei, hätte ich fast gesagt, aber ja, stimmt nicht so ganz. Mach's mal so. Und er kann heute mal in die Ausreißergruppe gehen. Al-Ali Ibrahim. Ja, da ging gleich welche hinterher. Auch lustig. Vierergruppe. Macht sich gleich aus dem Staub. Ist okay. Ibrahim ist mit dabei. Ich dachte schon, Alter, ich dachte schon, er hat voll die guten Werte, aber nein, 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 er hat natürlich Scheißwerte, so wie es schon immer war, keine Sorge. Der ist nicht auf einmal gut geworden und kann hier irgendwie sprinten oder sowas, was ein Quatsch. Ja, ist also dabei in der Ausreißergruppe, ich weiß auch nicht, warum ich ihn reinschicke, einfach so aus Spaß wahrscheinlich. Ja, Almeida, wir müssen zusammenfahren, ich weiß. Aber Ibrahim wird das trotzdem mal erstmal nicht machen. Einfach, weil er es nicht kann, schlichtweg. Ja, heute Flachetappe. Auf der ersten Flachetappe sahen wir ja eigentlich ganz gut aus, muss man ja mal sagen. Da ja, habe ich mich ein bisschen doof angestellt. Komm, lass gut sein. Da habe ich mich ein bisschen doof angestellt, muss ich ja auch mal ganz ehrlich so zugeben. Ansonsten wäre da definitiv mehr drin gewesen. So, hallo? Ich bin jetzt die Tastatur wieder. Ey, es gibt's nicht. Den Bug gibt's immer noch. Jetzt haben wir wieder den Tastaturen-Bug. Pro Cycling Manager 16 Zuschauer kennen den bereits. Also ich kann jetzt meine Tastatur leider Gottes nicht mehr benutzen. So, Moravi kann auf ihn aufpassen. Perfekt. Ja, in Sachen Gesamtwertung haben wir einen ganz schönen... Jetzt kann ich wieder... Haben wir einen ganz schönen Rückschritt, kann man so sagen. Einen ganz schönen Rückschlag erlitten. Sind auf Platz 32 und 49 momentan liegend mit Behane und mit Stewie. Also definitiv, ich sag mal, nicht so weit vorn dabei nach der ersten Etappe. Das war nicht so gut. Bin mal gespannt, wie das dann im Hochgebirge wird. Ob es da vielleicht ein bisschen besser läuft oder eher schlechter. Ich meine, Behane ist ja eigentlich ein guter Bergfahrer, nicht so gut am Hügel. Also... Das ist sein Kerngeschäft, sagen wir es mal so. Von daher, mal schauen. Vielleicht können wir da noch die eine oder andere Platzierung gut machen. Müssen wir mal gucken. So, Ibrahim, hol erstmal die Flaschen, Junge. Du kannst das, ich weiß es. Ne? Scheint halt auch Seitenwind zu geben, so wie es Feld hier fährt. Sieht es zumindest stark danach aus. Also das könnte auch nochmal für fiese Situationen sorgen. Jetzt geht's auf einmal wieder. Komisch. Gerade irgendwie die Tastatur nicht. Jetzt geht sie wieder. Sehr, sehr seltsam. Okay, aber ich beklag mich nicht. Ich finde es gut, wenn die Tastatur geht in diesem Spiel. Das ist essentiell. Tja, Ausreißergruppe. Gucken wir uns mal ganz kurz an. Duval ist mit dabei von Age Desert. Dann haben wir Irisa aus der Track-Mannschaft. Sousa von Postabon. De Frese von Astana. Almeida ist mit dabei und Jensen. Bestplatzierter in der Gruppe ist Laurens de Frese mit 2 Minuten 6 Rückstand auf das gelbe Trikot auf den Australier, auf den australischen Meister, um genau zu sein, Richie Port. Ja, der wird wahrscheinlich auch heute sein Trikot behalten können, wenn nichts Großartiges passiert jedenfalls. Ist ja eine relativ unspektakuläre Etappe, sollte er schaffen. Und im Ziel wird es dann wahrscheinlich einen Sprint geben. Das ist das Profil, das ist die Strecke, die wir noch vor uns haben. Es geht leicht bergauf gegen Ende der Etappe. Mal schauen, ob es da Attacken gibt, ob da vielleicht dann doch die Hügelfahrer den Sprintern so ein bisschen ein Schnippchen schlagen. Oder ob das dann doch ein Sprint wird, der, ja, der reinrassigen Sprinter, wie man so schön sagt. Ob sich dann am Ende doch wieder die schnellen Männer
ihr stell dich eingeben. Die Thomas Budars und Cohen Wermelt Forts, die wir ja bereits schon mal sehen durften bei Etappe 1. Und es gibt einen Sturz. Es gibt einen Sturz und Dempster, mach keinen Scheiß. Nee, oder? Ist nicht wahr. Zachary Dempster gibt auf. Ups, was mache ich denn da? Zachary Dempster hat das Rennen aufgegeben. Das ist jetzt vielleicht scheiße. Das ist jetzt richtig scheiße. Tja. Hä? Was geht denn jetzt ab? Ich kann schon wieder die Tastatur nicht bedienen. Was ist denn das? Okay, da gab es gerade ganz kurz eingeteiltes Hauptfeld. Das war auch sehr interessant. So, wie soll das jetzt hier gehen? Murawi passt auf ihn auf. Und Behane wird gleich geschützt von Spengler. Jetzt muss natürlich hier Al-Ali Ibrahim irgendwie versuchen, ins Feld zurückzufahren, der ja sowieso immer Probleme hat mit seinem Leben. Das kann ja lustig werden. 58 Kilometer alleine im Zeitfahrmodus zu fahren. Na, herzlichen Glühstrumpf. So, was ist jetzt hier mit der Tastatur los? Kann es da jemand verraten? Nö, ne? Auch nicht. Gut. Sind wir schon zwei. Also manchmal funktioniert sie, manchmal wiederum nicht. Das ist sehr schön. Ne? Mal einfach mal so sagen. Ja, also sehr, sehr bitter jetzt schon. Kann ja wohl nicht wahr sein. Zachary Dempster, unser Top-Sprinter hier im Rennen, muss aufgeben. Das ist extrem scheiße. So, Al-Murawi und Stewie sind vorne mit dabei. Das ist schon mal gut. Behane und Spengler ebenso. Ja. Al-Ali Ibrahim, ich sage mal so, sieht jetzt nicht so gut aus, ne? Bin mal gespannt. Ja, er muss halt im Endeffekt den Abstand so gering wie möglich halten, damit er nicht aus dem Zeitlimit fliegt. Und dann stürzen genau die beiden. Unfassbar. Ausgerechnet Dempster, weißt du? Und Ibrahim. Gibt ja sonst nicht fast 100 Fahrer, die hätten stürzen können, ne? So, Almeida kann nicht mehr folgen, fällt zurück. Und hier hinten ist auch ganz schön Tempo geboten jetzt momentan. Also hier wird richtig Gas gegeben. Stewie und Murawi fahren auch ordentlich mit. Auch Behane und Spengler sehen hier noch gut aus. Das ist alles okay, soweit. Die sind alle hier noch gut mit dabei. Das kann man über Al-Ali nicht sagen, über Al-Ali Ibrahim. Der hier doch stark zurückgefallen ist. Aber vielleicht reicht es ja fürs Zeitlimit. Das wäre sehr, sehr schade, wenn er jetzt hier rausfallen würde, wegen so einem Sturz. Zur Unzeit natürlich auch, muss man auch dazu sagen. Denn gerade da ging es ja vorne richtig zur Sache. So, die letzten Hügel werden jetzt in Angriff genommen. Roger Kluge haut hier jetzt mal richtig rein. Und vorne greift Markel Irisa an, der Baske. Versucht hier die Gruppe abzuhängen, schafft es aber nicht wirklich, so wie es aussieht. Stewie immer noch gut dabei. Behane immer noch gut dabei. Also das sieht sehr, sehr gut aus, was die beiden hier zeigen. Definitiv. So, wie geht's unserem Sorgenkind hier hinten? Ja. Ja, der Abstand wird größer. Aber er hält sich. Mal schauen, ob das reicht für die Karenzzeit. So, 23 Kilometer noch zu fahren. Tastatur geht aktuell immer noch nicht, übrigens.
50 Sekunden sind es noch für die Ausreißer. Also die werden wahrscheinlich eingeholt werden und das wird gar nicht mehr so lange dauern. Bin ich mir ziemlich sicher. Stewie fährt schön weit vorne. Das ist gut zu beobachten. Moravi ebenfalls. Und der muss jetzt mal Getränke holen, weil sonst haben wir gleich keine mehr. Wäre vielleicht auch was gewesen. Ja, wobei, warte mal. Mach du das mal nicht, mach du das mal. Spengler, ach, fick dich. Spengler traue ich sowieso zu, dass er es eher hinkriegt. Und vor allen Dingen brauchen wir Moravi auch so ein bisschen für einen Sprint, ne? Da ist der ja doch einer, der nicht so ganz Panne ist. So, wie geht's unserem Fahrer hier hinten? Ja, ganz okay. So. 14 Kilometer sind's noch. Frage mich halt, ob wir Moravi den Sprint anfahren lassen. Eigentlich können wir auch Spengler mal mit reinnehmen. Why not? Ich meine, in der Not wird man erfinderisch, klar, aber ich traue Spengler zu, dass der es kann. Ich meine, er ist schon ein bisschen angefressen, klar, aber wieso nicht, wie gesagt. Ist ja jetzt doof, dass ich immer hier per Mausklick sagen muss, Stopp und so, ne, das ist ein bisschen doof. Aber machst du nichts, der Spengler kommt jetzt langsam nach vorne. 9 Kilometer noch. Moravi, sieht ganz gut aus, was er hier macht bislang. Tempo jetzt aber auch nicht wirklich hoch. Also da kommt er mit wirklich sehr, sehr wenig Einsatz sehr weit nach vorne. Jetzt die Frage, wo bleibt Spengler? Da kommt er auch schon. Das ist gut, was der hier zeigt. Also, dann folgen wir ihm mal. Wird schon. Geht das denn? Hallo. Ja, jetzt geht's. Okay, sehr geil. Moravi schon mal Gel nehmen. Ja, und er kann es eigentlich auch schon nehmen, ne? Okay, Spengler, bleib schön weit links. Okay, jetzt zieht er raus. 5-Kilometer-Marke ist erreicht. Ja. Wo ist Moravi? Na, Glatze. Ah, super. Das klappt ja nicht so gut. Moravi abgehängt. Aber Rafa Stewie ist noch da. Und Spengler macht das hier gut bislang. Das hier sogar sehr gut. Kann jetzt den Sprint schon mal starten. Und dahinter Rafa Stewie, der jetzt raus muss. Ah, das ist wieder nicht gut. Das ist wieder... Ah, nein, 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 nein. Das ist wieder kein so guter Sprint. Muss man einfach mal sagen. Hängt dich mal an Buddha, wenn es geht. Wo ist Moravi? Ja, der kann jetzt mal auf eigene Faust sprinten. Das hat irgendwie nicht geklappt. Der ist irgendwo eingekeilt worden. Mohamed Al-Moravi. Und jetzt kann hier Stewie auch mal selbst... Ja, es wird wieder kein gutes Ergebnis. Al-Moravi, guck dir den mal an. Kommt hier nochmal nach vorne geschossen. Und holt sich die Top 10, ne? Ja. Ja. Ja, Platz 10 und Platz 17. Vielleicht nächste Etappe doch mal wieder auf Moravi setzen. Ja, wer weiß, vielleicht ist er gar nicht mal so schlecht. So, Ibrahim ist auch im Ziel. Schauen wir mal. Also, hier nochmal der Sprint. Wer hat jetzt eigentlich gewonnen? Danny van Poppel war es, glaube ich. Ich weiß auch nicht, warum wir wieder irgendwen sehen, so einfach random Fahrer. Danny van Poppel gewinnt für die Mannschaft Sky vor Oscar Gatto und Simone Ponzi, dann Juan Sebastian Molano, Thomas Buda, Magnus Cort Nielsen, Greg van Avermaet, Matteo Malucelli, Cohen Melfort und dann Mohamed Hassan Al-Moravi auf Rang 10, immerhin. In der Gesamtwertung hat sich damit nicht viel verändert. Richie Porte führt weiterhin vor Nibali und Pozzovivo genauso in der Bergwertung.
In der Sprintwertung führt damit Van Poppel vor Vermelfort und Boudard, die punktgleich sind. In der Nachwuchswertung führt Latour vor Yates und Cord Nielsen. Und in der Teamwertung weiterhin Sky vor Agilisère und BMC. Alle zeitgleich. Ja, ein kleiner Hoffnungsschimmer. Mohamed Hassan Al-Mouravi holt sich hier Rang 10 im Sprint. Obwohl wir nicht mehr so wirklich mit ihm gerechnet haben. Also es war schon ordentlich, was er gezeigt hat. Und na, mal schauen, vielleicht setzen wir in der nächsten Etappe dann doch mal auf ihn. Jetzt ist natürlich erstmal wichtig zu wissen, was hat Zachary Dempster? Und die Mallorca-Rundfahrt beginnt. Oh je. So, was hat Zachary Dempster? Ein paar Tage pausieren, verdrehtes Handgelenk. Ja gut, das ist verkraftbar. 5 Teams haben eine Einladung, wir sind nicht dabei. Geil. Eine Wildcard, 5 Teams sind's. Wir haben keine angefordert für die Baskenland-Rundfahrt. Okay. Nächste Etappen. Vuelta de San Juan, eine Bergankunft, das wird hart. Und dann die Vuelta Ciclista a Mallorca, ein flaches Rennen. Da müssen wir uns noch überlegen, wer dann teilnimmt. In der nächsten Folge sehen wir uns dann also zur Vuelta Ciclista a Mallorca. Und ja, ich würde sagen, dann mal bis dorthin. Ich überlege mir mal, wer da teilnehmen soll und sag's euch dann in der nächsten Folge. Also bis übermorgen. Ciao, ciao, liebe Grüße, euer Fritte. Macht's gut.